Hier ein kurzes Video, was ihr tun könnt, wenn ihr nicht wisst, ob die Apple-Server oder generell, also ob wenn ein Problem auftritt bei euch am iPhone oder am iPad oder am MacBook oder am iMac oder an sonstigen Apple-Geräten, wenn ihr immer ein Problem habt und euch nicht sicher seid, ob hier vielleicht ein Systemabsturz bei Apple an der Serverseite vorliegt, könnt ihr diese Seite hier aufrufen, die nennt sich Apple Systemstatus und da kann man dann einsehen, ob eventuell hier ja, irgendwas kaputt ist quasi bei den Serverdiensten von Apple. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel im aktuellen Moment, alles ist verfügbar und eigentlich sollten alle Apps hier quasi ohne Probleme laufen oder funktionieren. Das hilft euch also immer, wenn ihr irgendwie eine App nutzt von Apple und euch zum Beispiel nicht einloggen könnt bei der Apple-ID oder sonst irgendwie was nicht richtig funktioniert, dann könnt ihr hier auf diese Seite schauen und dann kann man darüber überprüfen, ob jetzt die App zum Beispiel, also ob das Problem ja am lokalen iPhone liegt oder am lokalen Gerät oder ob jetzt zum Beispiel vielleicht sogar von Apple an der Serverseite gerade ein Dienst ausgefallen ist und deswegen das nicht funktioniert. Und grundsätzlich kann man sagen, also hier, dass der System oder dass generell ein Apple-System ausfällt und abstürzt, kommt nicht allzu häufig vor und ich würde mal behaupten, im Schnitt vielleicht 2 Tage von 365 Tagen im Jahr. Das heißt, es ist eine relativ geringe Quote. Dennoch kann es manchmal natürlich vorkommen, dass hier irgendwie iCloud-Fotos gerade nicht richtig funktioniert oder so. Und je nachdem kann man auf jeden Fall empfehlen, hier auf dieser Systemstatus-Seite vorbeizuschauen, um sich da Klarheit zu verschaffen, ob es jetzt an einem Lokal quasi liegt, an iPhone selber oder jetzt zum Beispiel an der Login-Seite von der Apple-ID, die gerade hier irgendwie nicht richtig tut. Und Apple weiß dann, wenn jetzt hier zum Beispiel das gemeldet ist, dass es gerade nicht geht, dann weiß Apple auch schon über das Problem Bescheid und kümmert sich dann auch immer direkt darum. Also es ist dann meistens eine Sache von ein paar Stunden, bis dann alles wieder funktioniert. Was noch wichtig ist für euch zu wissen, ich habe diesen Link zu dieser Seite hier von Apple auch in die Videobeschreibung gepackt. Das heißt, ihr könnt euch den ganz einfach da abrufen oder dann sogar abspeichern, zum Beispiel als Favorit oder was auch immer, wenn ihr da öfters mal nachschauen wollt. Das wollte ich hier mal so als Erklärung generell bei Problemen an Apple, iPhones und so weiter, also mit Apple-Geräten, wollte ich das hier gerade mal erklären. Und ich hoffe, das hilft euch was. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare packen. Je nachdem kann ich auch nochmal ein neues Video hier drehen. Ciao, ciao.